Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Enshrouded. Heute erkunden wir das Gebiet weiter, beziehungsweise wir haben hier noch ein paar Markierungen hier oben und bekommen noch einiges an Zeugs. Ich würde sagen, wir kümmern uns vielleicht... um was denn als erstes, ne? Das ist die goldene Frage. Hier oben? Tischsäge. Vielleicht können... Oder hier oben, weil hier oben wäre halt für die Spindel und so, damit wir mal die neue Rüstung kriegen. Ich habe mal ein Bett hier hingestellt. Wir müssen hier auch eigentlich ausbauen, ne? Wir müssten hier eigentlich noch einiges ausbauen. Wir warten aber jetzt kurz nur, bis es Tag ist, damit wir diesmal nicht bei Nacht unterwegs sind, wie sonst immer. So. Essen habe ich dabei. Dann würde ich sagen, machen wir es einfach direkt auf dem Weg. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben, Leute. Da haben wir direkt mehrere in der Nähe. Was ist das hier? Schreinerlager. Bausteine. Wildnis. Höhleneingang, warte mal. Ich möchte mal ins Journal. Jägerin. Zwei Stück müssen wir da noch machen. Karte anzeigen. Nee, das ist noch... Ja doch, das ist das hier. Dann gehen wir nach oben. Überlege ich aber, ob wir den Punkt hier wegnehmen und dann lieber weiter oben setzen. Dann würden wir uns ein bisschen Zeit sparen. Dann hätten wir so ein bisschen die Reisepunkte ein bisschen aufgeteilt, weil ich wollte ja eh oben eine Base bauen. Oder wir lassen den Punkt erstmal. Wir können ja noch einen weiteren da oben einfach hinsetzen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. War das der Höhleneingang? Ja, ne? Was ist das hier? So. Erstmal dahin. So, wir essen mal eben was. Zack. 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 Dann sind wir auch wieder fit. Und dann können wir weitermachen. Gut, ich bin gespannt, was uns da hinten erwartet. Ich weiß gar nicht, was für ein Level die da hinten überhaupt haben. Nicht, dass sie ein bisschen zu hart für uns sind. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Hier sind Berge. Kommt man da überhaupt lang oder muss ich irgendwie außenrum? Fragen über Fragen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, da hinten die Texturen, die laden noch, alles klar. Aber ich habe eigentlich alles auf Qualität, Leute. Ich habe eigentlich alles auf Qualität. Wenn ich das noch, wenn ich das auf Maximum stelle, dann ist es ein bisschen ruckelig. Okay, jetzt scheint es wieder in Ordnung zu sein. Mehr oder weniger. Wenn wir hier oben lang... Ich hoffe es. Was war das gerade für ein Sound? Ist da eine Höhle oder so? Oh. Oh, Haselnüsse. Okay, aber konnte ich nur einmal... Warte mal, können wir den abschlagen? Kriegen wir dann vielleicht Samen? Nö. Hab ihn einfach nur kaputt gemacht. Alles klar. Warte mal, was ist, wenn ich so einen großen Baum fälle? Gibt es da irgendwas Besonderes? Gibt der mehr Holz? Gibt der mehr Harz? Gibt der was Neues? Wir testen mal. Probieren geht über Studieren. Wow, der hält auf jeden Fall sehr viel aus. Alles klar. Gut, der gibt nichts Neues. Aber Haselnüsse, immerhin. Und was haben wir? Oh, warte mal. Erdbeeren. Aha. Das hier ist eigentlich relativ schick, das Gebiet, ne? Irgendwie hat das was. Ich nehme jetzt noch ein paar Erdbeeren mit. Was bringen denn Erdbeeren so als Bonus? Drei Gesundheitwiederherstellung. Ui. Drei Stärke. Aber warte mal, wie lange halten die? 15 Minuten, die sogar... die nur 30 Sekunden. Das aus den Erdbeeren müsste man dann irgendwas... Autsch. Kredenzen. Okay, dieses Geschwür geht's weg. Ich hoffe es. Gut, darauf war ich nicht vorbereitet. War da nicht gerade irgendwie... War da nicht Lavendel oder irgendwas? Hat er es kaputt gemacht? Da hinten sind auch wieder Blumen. Jetzt muss ich mich hier erstmal umschauen.
Weil hier gibt es neuen Kram, Leute. Lachs. Aha, ich sollte vielleicht mal ein bisschen von dem Kram mitnehmen. Und dann bald Pötte bauen, damit wir vielleicht den Kram dann anbauen können. Oh, jetzt will ich hier erstmal das Gebiet erkunden. Sehr cool. Sollten wir sogar direkt in die Richtung? Ich glaube, das wäre eher am besten. Aber was haben wir da? Schreinerlager. Da sollten wir auch mal hin, ne? Oder war ich da? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht an ein Schreinerlager erinnern. Oh, 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 warte mal, ist das Lehm? Lehmklumpen? Brauche ich doch. Einen Augenblick mal. Nein, ich wollte eigentlich Doppelsprung. So, hier sind sogar noch ein paar Blumen, den nehmen wir auch mal mit. Ja, dann. Krass. Das kam unerwartet. Mal ganz gerne so ein Screenshot hier haben. Schon ganz cool aus. So ein dicker Klumpen. Die Pick habe ich aber dabei, ne? Sehr gut. Oh, endlich. Die brauchen wir doch. Immer her damit. Dann nehmen wir uns erstmal einen dicken Haufen mit. Uns dann, wow. Das ist ja echt viel. Habe ich bis jetzt bekommen. Ich brauche relativ viel. Ich denke, je mehr, umso besser, ne? Ja, dann kloppen wir jetzt Lehm. Ich dachte Spindel, aber nee, wir kloppen heute Lehm, Leute. Ist hier noch irgendwas? Warte mal, ich nehme mal noch kurz die Pflanzen da hinten mit. Während wir unsere Ausdauer regenerieren. Der Sound hört sich nicht gut an. Oh, da hinten ist wieder so eine komische Pflanze. Level 11. Ich würde sagen, das ist doch vom Level ganz in Ordnung. Aber man merkt schon, die werden hier auf jeden Fall vom Level her hier stärker. Oh, genau, gibt man den saftigen Giftsack. Einfach so ein dicker Klumpen. Warte mal. Aha. Ja, gut. Die Stelle kann ich mir merken. Zur Not gehe ich sonst nochmal hin. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen voll. Einmal kloppen wir noch rein. Sonst würde ich sagen, reicht das erstmal. Einmal die Ausdauer leer machen und dann genügt es. Hier mal, ja, sehr gut. Das macht das ein bisschen angenehmer. Oder machen wir noch mal auf 50? Sonst wäre es ja nur vergeudeter Platz, ne? Komm, machen wir auf 50 und dann passt es. Ein bisschen fehlt noch. Dann haben wir zwei Stacks. Damit sollte man ja schon mal was anfangen können. Sechs Stück noch. Okay, den werfen wir raus. Zwei Stacks genügt. Und da machen wir weiter. Also da hinten haben wir auch irgendwie ein kleines Dorf oder so. Aber hier bauen wäre, glaube ich, auch ganz cool in diesem Gebiet, ne? Weißt du, das hat irgendwie was. Da hinten ist wieder so eine komische Pflanze. Ich glaube, ich hau die weg, weil ich diese Giftbeutel haben möchte. Oh, ja, super. Ich will die Giftbeutel haben. Und Erfahrung gibt es ja auch. Und sehr gut.
Okay, gibt es hier noch irgendwelche Pflanzen? Aber da war auch irgendwie Lavendel oder Lilie, keine Ahnung. Bin ich so der Experte, was Pflanzen angeht. Honig immer gerne. Okay, hier sind doch bestimmt Gegner, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass es hier einfach ruhig ist. Können wir die kaputt machen? Ah, ich glaube, da können wir Ewigkeiten schlagen. Und nehmen wir mal ein bisschen was mit. Ein bisschen plündern geht klar. Was ist denn für ein Geräusch? Ist das jetzt zum Sammeln? Nee. Oh, warte mal, ich will ganz gerne hier mal einen Screenshot von diesem Dörfchen haben oder was das genau ist. Und die einzelnen, die sind wahrscheinlich genauso schwer. Ja gut, braucht man gar nicht versuchen. Oh, oh, ah, 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 ah. Ganz gefährlich. Ganz fiese Nummer. Gehen wir zuerst in dieses Gebäude hier oben? Ich würde sagen, ja. Ja, da wurden wir dann doch ein bisschen abgelenkt. Ganz ruhig, Kollege. Autsch. Okay. Die Waffe mittlerweile. 26 ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Aber unsere ist da deutlich besser. Alles klar, so einfach kann es gehen. Oh. Komm her. So Schiss bekommen. Alright, und da kommt der nächste. Zwei nächsten. Ja, nächster. Okay, bis jetzt easy. Ich komme hier gut durch, aber ich muss einfach aus dem Schlamm hier raus. Oh, warte mal, Bücher nehme ich gerne mit. Ich brauche mehr Bücher an der Base. Ich will es mir richtig schön gemütlich da machen. Wie viele sind denn hier noch? Komm her. Alright. So, was haben wir denn hier drin? Let's go. Alles zerschlagen. Ob sich das immer so lohnt? Ja, manchmal schon, ne? Manchmal ist da schon netter Kram drin. Vor allem Metallschrott. Oh, warte mal. Sehr nice. Okay, hier ist, glaube ich, nichts Interessantes außer diese Kiste. Ja, kann man machen. Wollt ihr einmal durch? Okay. Und wir können dann einmal sneaky. Ah, ich wollte reinfliegen. Okay, ist hier da was? Nee. Hätte ja sein können. Aber hier Bücher. Eins nur. Schade. Ich die einzeln looten. Ah, da bringst du mehr, ne?
Okay, das sollte ich dann gleich mal machen. Kann ich mal in der Base ein bisschen mehr rumbauen. Was haben wir denn hier? Okay. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine Kiste, oder? Kein Geheimgang. Könnte ja sein, Leute. Bin dann... Komm her damit. Das ist ein bisschen blöd, die einzeln zu nehmen, aber... Ich brauche Bücher, Leute. Ich brauche Deko. Ja, das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. So. Einmal ordentlich reinhauen. Ist hier noch irgendwas? Komm, wenn ich jetzt zerschlage, wie viel kriege ich raus? Zwei nur. Oh, eine Toilette. Vielleicht sollte ich mir auch ein kleines Badezimmer machen. Mal schauen. Okay, da hinten werden die nächsten Kollegen. Der hängt fest oder was? Oh, der hat mich gut getroffen. Das sind aber echt viele. Lohnt sich das? Also da waren wir drin. Da hinten noch nicht. Und da sind noch mehr von denen. Aber wir plündern hier einmal alles. Nette Kiste. Naja. Oh, die echt einzunehmen, das ist ein bisschen nervig leider. Zerschlagen wir mir da lieber. Komm schon. Wir hatten es doch gerade da. Andere Buch hier. So. Wie viel habe ich denn jetzt? 28. Ja, damit kann man ja schon mal ein bisschen was anfangen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier aber nicht alles kaputt machen. Passt schon. Bevor ich da reinlaufe. Ist einer oben oder sind das mehrere? Hä? Ach so, ja. Läuft bei mir. So kann man es auch machen. Da liegt da irgendwie... Ach so. Aha. So, Metall. Was ist denn das hier? Aha, aha, aha. Wir schauen erstmal unten. Aha. Wasser auf dem Klo. Warte mal. Ist dahinter was? Ich will nicht wissen, was für ein Wasser das ist. Klowasser, aber gut. Ich meine, wenn man Durst hat, kann man auch gerne mal Klowasser trinken. Warte mal, da ist doch hinter irgendwas. Okay. Aber ich hatte recht. Und hier wurden die gefoltert. Alles klar. Ja, Metall nehme ich jetzt nicht mit. Lasse ich jetzt einfach da. Ich habe jetzt keinen Bock, alles abzubauen. Man muss ja auch nicht übertreiben. Ah, super. Gut. Gut. Dann nehmen wir die Leiter. Ich dachte, ich bin cool, aber nein, bin ich nicht. Also, in der Hütte waren wir. Ah, warte mal, die doch... Zwei Etagen. Oh, da ist ein... Nicht so gut. Ihr wisst schon, was ich meine.
Nein, 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 ich wollte einen Trick machen. Den hier. Aha, hier ist aber gar nichts. Gut. Hätte sein können. Dann da hinten noch eine kleine Hütte. Da wird wahrscheinlich auch nur ein bisschen Müll sein. Da ist ein Zelt. Warte mal. Da wäre auch wieder Lehm. Aber Lehm haben wir jetzt mitgenommen. Aber wissen wir Bescheid. Hier gibt es auf jeden Fall Lehm. Oh, ich sollte was essen. Komm, wir machen mal Haselnuss. Fleisch. Und Wasser. Sehr schön. Da, okay, das war Licht. Ich dachte, glitzert irgendwie eine Kiste erstmal. Das war klar. Ich wusste es. Ja, weg mit euch. So. Hier ist aber eigentlich nur Müll. Irgendwie. Hoffen wir mal, dass oben irgendwas Interessantes ist. Jetzt müssten wir eigentlich... Nägel auf der Toilette. Alles klar. Hier ist ja gar nichts. Hat sich nicht gelohnt. Nee. Gut. Komische Hütte. Ach, guck mal da. Nix da. Hier ist aber nichts, ne? Sieht nur irgendwie ein bisschen auffällig aus. Hinten ist noch so eine Ruine. Noch eine Hütte. Oh. Oh, kommt eine ganze Armee oder was? Nicht mit mir. Warum seid ihr mit so vielen da oben? Oder wart mit so vielen da oben? Ist da irgendwas Interessantes? Ich glaube ja. Leuchtet es auf jeden Fall. Mal sehen. Ich bin voll. Okay, also. Hier ist nichts. Da hinten ist so ein komisches Rad. Eine Art Mühle oder so. Oder Zerkleinerer. Wahrscheinlich. Und ihr kommt alle von hier oben. Warte mal, was ist denn das? Ich sollte ein bisschen Platz schaffen. Rübe. Mhm, aber nur eine. Und ich höre Musik. Kampfmusik. Hier, eine Ratte. Kommt hier gleich irgendein spezieller Kamm? So, nehmen wir noch ein paar Bücher mit. Lesen ist immer gut. So. Ein paar Toilettenlektüren. Ein Zettel. Und ich habe noch mal ein paar von diesen Dudes gehört. Okay. Na dann. Neue Geschichte. Mhm. Ach, da unten. Oh, warte mal. Stell dir schon mal vor, ich wäre von vorne mit der Axt rein. Das wäre nicht gut. Das hätte nicht gut geendet. Hier ist ein Keller mit einer Silbertruhe. Interessant. Und eine Goldtruhe. Wow. Warte mal. Kann ich irgendwie Müll wegwerfen?
Und Erdbeer, komm, benutzen. Ja, komm. Wegen einem Platz mache ich da jetzt nichts. Was bringt das hier überhaupt nochmal? 5 Minuten Dauer. Ah, das könnte nützlich sein. Das bewahre ich mir auf. Gleich Waldrübe, da, da, da. Der Stab. Ah, ne, warte mal. Ja. Zerlegen. Zerlegen. Da habe ich schon mal wieder ein bisschen Platz. Honig könnte ich gleich essen. Komm, ein Wachs kann raus. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz am Start. Was haben wir hier? Oh, oh. Einen Augenblick mal. 18, 18. Hinterhaltsschaden. Ah, oh, da haben wir Chance auf kritisch. Ui. Schaut euch mal das an. So Rüstung passt überhaupt nicht, aber ich würde ganz gerne erstmal auf Nahkampf bleiben. Ich behalte die erstmal. Neuer Ort. Sehr schön. Deswegen, es lohnt sich immer alles zu durchsuchen, Leute. Oh, das ist, glaube ich, gut. Einhändiger Nahkampfschaden. Das ist doch perfekt für mich. 15 und 7. Und hat sogar mehr Rüstung. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Nice. Sehr gut. Also der Ausflug hier hat sich definitiv gelohnt. Und genau der Ort, der so unscheinbar war, war sogar der beste. Was bist du denn hier noch? Da hinten ist noch einer. Ansonsten haben wir, glaube ich, aber alle Gebäude durchsucht. Sollen wir die noch weghauen? Warum nicht? Und Level up, nice. Ah, hier ist noch eine kleine Hütte. Wer weiß, vielleicht ist ja auch irgendwas Krasses wieder drin. Man weiß ja nie. Oh, warte mal, Honig. Hier sind noch mehr Hütten. Oh, wow. Okay. Kein Metallschrottplatz mehr, Knochen raus. Es ist doch noch einiges, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und hier gibt es auch Honig. Oh, ab. Honig muss ich mitnehmen. Komm ich da so dran? Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal kurz in die Hütten. Und das ist das Miasma-Holz. Nö. Stinknormales Holz. Okay, hier scheint nichts zu sein. Jetzt ruckelt es irgendwie wieder ein bisschen, ne? Manchmal ganz seltsam. Also ich werde auf jeden Fall noch mir den ganzen Honig hier aufsammeln. Hallo, Rucksack voll. Honig auch? Nee. Achso, ist nur Wachs. Muss mal ganz kurz hier Ausschau halten. Aha. Genau, da müsste ich sogar rüber. Interessant. Interessant, interessant. Gehen wir noch mal kurz hier rein zusammen. Ja, gut, ist halt leider so. Was soll man da machen? Da machen wir nichts.
Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.